Hier wohnte Michel und seine Eltern natürlich auch. Wo steckt denn eigentlich Michel? Es gab einen Knecht, der Alfred hieß, und eine Magd namens Lina. Michel, du verflixter Bengel! Michels kleine Schwester hieß Ida. Ach, oje, schon wieder Fleischsuppe. Es gab kaum einen Tag, an dem Michel sich nicht einen Streich ausdachte. Und das mochten die Einwohner von Lönneberger gar nicht. Guten Tag, wir haben eine Sammlung veranstaltet. Ach ja? Aber wozu ist das denn? Wir haben uns gedacht, es würde reichen, Michel nach Amerika zu schicken. Damit es wieder ein bisschen ruhiger hier bei uns in Lönneberger wird. Aber Michel ist ein netter Junge und wir lieben ihn genauso, wie er ist. Habt ihr es gehört? Ja, die armen Svensons in Katthult hatten es mit ihrem Sohn wirklich nicht leicht. Michel! Du gehst in den Schuppen und sonst nirgendwo hin. Michel! Schnell in den Schuppen mit dir! Den Schuppen konnte man sowohl von außen als auch von innen verriegeln. Ab und zu war Michel der Ansicht, es wäre besser, ihn von innen zu verriegeln, um in Ruhe seine Holzmännchen zu schnitzen. Setz dich hin und denk über deine Streiche nach. Ich denk nicht dran! Oh, verflixter Bengel! Michel! Du bist ihn! Wir können den Jungen... Michel! Jetzt auf DVD im Handel erhältlich. Michel, du darfst wieder raus.